da wären wir auch wieder. Willkommen zurück hier bei Dark Souls. Ja, wir sind natürlich in Schandstadt. Hab jetzt schon länger keinen Boss mehr gesehen, aber wird sich bestimmt gleich ändern. Gehe ich mal aus. Wie müssen wir unser wunderschönes Schild wieder in die Hand? Natürlich beim letzten Mal gestorben. Wie gut, dass ich ihn noch ganz schnell gespeichert habe. Und mal gucken, wie weit ich diesmal komme. Am besten ohne Sterben, Mann. Ja, der nächste Weg führt mich jetzt nach oben. Erstmal an dir vorbei, hoffentlich. Lass mich doch mal. Ups, danke. Getötet werden wollte ich jetzt eigentlich nicht. Die Moskitos werden aber natürlich, wenn die Moskitos hinterherkommen. Natürlich. Ach, Chris, Lisa, die üblichen Ganoven wie immer. Ey, ey. Hier, damit ihr euch über mich lustig machen könnt, ey. Ah ja, wenigstens spiele ich das hier nicht alleine. Bäh. Ich kann fragen, ob es hier beim letzten Mal auch schon eine Leiter gab. Oh Gottes Willen. Ah, wir sind ja fast wieder draußen. Ist ja schön. Aber ich habe natürlich schon von Lisa einen Mini-Spoiler bekommen, sodass ich mich auf einen richtig geilen Gegner freuen werde. Ich habe fest so geil, wie ich ihn mir vorstelle. Ach Lisa, hast du jetzt überhaupt noch das mit dem Ziegendämon noch gesehen? Oder? Ja, nicht so. Was passiert hier? Kamera. Diese Kühe gesehen. Wegen dir. Bei meinem Tod hier. Boah. Chill mal. Ach, na toll. Ich war mal gut darin. So, ich hoffe, ich bestimmt nicht nochmal runter. Holz gehauen. Dann wird so gegenseitig umgehauen. So, geht jetzt hier weiter. Natürlich mehr Moskitos, warum auch nicht? Ah! Okay, jetzt sitzt ich mir doch sogar hier. Ich wünsche mir natürlich, dass wir bald mal hier rauskommen. Ach nö! Alter! Was ist das? Die Frage, ob ich durchrenne, ob ich noch irgendwie kriege. Ach ja, ich habe natürlich keinen. Ich werde kurz warten, durchrennen, schätze ich. Das bringt mir an der Stelle gerade nichts. Schießen darf. Nice. Purpur-Shit. Und ein und hinter mir. Zwei Klein. Wow, 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 wow. Nicht im Dunkeln spielen. Ja. Mal hier eine Kiste. Stimmt, ich wollte mir eigentlich noch einen Zauber beibringen, bevor ich hier heute weiterspiele. Blöd gelaufen. Also wenigstens ein Feuerzauber vielleicht. Toll, wo geht's denn jetzt lang hier? Etwa hier irgendwo rum? Ach ja. Wann habe ich schon so voll die schönen Sachen gegen, naja, Gift dabei und dann hat er mich trotzdem so schnell mit seinen Teilen da erwischt. Hat er mich schon wieder. Okay, ich war
hat auch immer endless Muni. Das war schön hoch. Ich finde das hier so geil gebaut, wie das hier aussieht. Ich finde das fancy. Wenn ich noch den Weg statt schwarz finden würde. Bin ich mir vergiftet? Ich verstehe es gerade nicht. Wo ist der Weg? Das ist ein Schatten von einem Monster. Ich finde hier gerade keine Treppe. Okay. Wird schon irgendwo einer sein. Und hier hinten noch mal gucken. Ah! Hä? Aber dahinter geht's doch weiter. Minno. Na toll. Kann man das irgendwie wegbrennen oder so? Sieht eigentlich nicht so aus. Hau dich kaputt. Oder auch nicht, das fällt dann runter. Ah. Keine Treppe nach unten wie sonst. Die kam man doch gerade erst hoch. Also rein theoretisch kann man ja runterklettern danach. Wo ist der alle Beamten, der hier immer mit seinen Pfeilen schießt? Habe ich mich ja, glaube ich, hochgeklettert und rumgerannt. Sieht schon wieder aus wie irgendwelche blöden Hunde, ne? Na toll. Ich gehe nochmal runter. Vielleicht war das jetzt auch nur wegen. Ne, die Truhe war ja doch weiter unten. Und da hinten sind ja noch welche. Ne, das ist vom Anfang. Das ist der Weg, wo wir am Anfang runtergekommen sind. Da bin ich da lang gelaufen. Bin ich da runter und da rum und dann da hinten runter. Ich dachte, ich wäre hier jetzt schon richtig. Na gut. Das erkenne ich zumindest nicht so. Zu einem derselben Plattform. Ah ja. Wunderschön gucken gehen. Also theoretisch müssten wir ja genau in die andere Richtung laufen, denke ich mir. Also da hinten dahin. Könnt ihr auch noch mit den Holzstamm gehen, aber. Das ist mega wissen. Gebilde so krass hier. Hat denn das gebaut? Stimmt nicht der alle Bambusspringer da hinten? Okay. Ah! Alter! Das gibt's doch nicht! Da kam da nicht. Also ich, also sie, also. Nö. Ganz vorsichtig und auf einmal flumps. Okay, ich wollte ja mit dem Zauber nochmal gucken. Wie geht das? Ah. Innere Kraft. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, doch, Pyromantie. Ach, genau. Das hieß ja auch Pyro eigentlich und nicht innere Kraft, glaube ich. Flamme bändigt, um das Innerste zu verwirklichen, steigert kurz Stärke und Kondition. Steigt dafür natürlich TP. Was ist denn hier TP in dem Fall? Ist das dann das Leben? Dafür ein bisschen stärker werden? Nein, ich will. Ah, warte doch mal. Ich kann das hier bestimmt auch nicht machen, aber ich will gucken, was das ist. 4 Aufladungen, mütterige Attribute, natürlich 16 Magie-Dingers, aber nö.
das wird noch öfter passieren mit dem Runterfallen, das will ich nicht. Reduziert Blut- und Gifteffekte. Eigentlich voll cool hier in dem Gebiet, aber ich hätte vergessen. Wie funktioniert das dann jetzt? Ach ja, da oben. Ich brauche eine innere Kraft. Aufladung 1. So, das war Intelligenz, das man dafür bräuchte, für das andere. Naja, ich bin ja kein Zauberer. Was meinen die mit der Aufladung? TP-Trefferpunkte? Aber ist das dann die Heilanzeige TP? Das ist immer so verwirrend, es gibt so verschiedene Spiele, wo das alles wieder anders ist. Ich lasse das erstmal so, wie es ist. Mal gucken. Ich soll ihn noch nicht benutzen können. Na, du schon wieder. Jetzt kommen die da hinten. Kann ich jetzt mal warten? Nee. Ah, Mann, bitte. Gift verrecken. Zum Zaubern brauchst du bestimmte Objekte, die du ausrüsten musst. Na toll, ein Zauberstab, Zauberhut, Zauberumhang. Ah, lass ich. Ich dachte auch, ich könnte damit irgendwie Feuer bändigen oder sowas quasi, aber wenn das halt nützt, um meine Stärke zu erhöhen, die ja meiner Meinung nach auch ausreicht, man muss nur irgendwie gut ausweichen können auch. Was ist der Ausstieg? Das ist für mich bisher noch kein Problem gewesen in der Stelle. Also dieses blöde. Da ist es doch. Wie? Komm mal her, wir gehen mal hier hin. Boah, der Bastard! Der macht mich noch kalt hier. Letztes Mal Horden von den Biestern erledigt. Ohne Probleme. Und sowas. Pyromancer, Clove und Talisman oder sowas in der Art. Ich habe in Dark Souls nie mit der Zauberei gespielt. Das soll auch völlig okay sein, aber na gut. Ein bisschen Feuerzauber hätte man ja lernen können. Ich guck mal, wenn ich dann irgendwann was kriege. Vielleicht habe ich das auch schon. Ich krieg's nicht mit. Hey, wartet mal. Und der Mosquito kommt trotzdem hinterher, ne? War ja klar. Nur nicht ich runterfallen, nur nicht ich runterfallen. Hey, hier schießt er wieder, der Bastard. Ach, was da? Da ist er doch. Die Klappe. Ach, ein Großklo. Alter, jetzt drehen sie aber durch hier. Ich bin weg. Nein! Ich sag ja, ich bin weg. Meine Punkte auch. Tschüss, Punkte. Aber hey, einer ist weniger. Das ist, einen anderen Weg gefunden. Das war alles gewollt. Ich musste mich ja schnell vor denen verstecken. Ich hoffe, wenn ich das nächste Mal angreife, einfach so ein Klumpen nehmen und dann wird's schon. Ja, lass mich doch mal. Ach Mann. Das ist so unnötig. Gut, dass ich so viele Heilzeug dabei habe. Okay. Das war jetzt schon mein zweiter Tod. Gut los. Ich mache halt 5 Stunden Spiel. Ich weiß nicht, ob ich das mal löse. Blumenmehl, Blumenkohl. Ich habe immer noch meine lustigen Helme. Ich kann mich da bestimmt auch als Kohlrabi ausgeben. Ich habe mich vielleicht versteckt. Wo ist denn jetzt der blöde Wichel?
nicht. Der wurde weggedingst. Ha! Läuft schon viel besser. Ja, naja, mal sehen. Mal sehen, wie lange ich hier noch mache. Also beim letzten Mal war es ja auch so, ich bin am Anfang richtig gut durchgekommen und auf einmal tot. Dann habe ich es nie wieder gepackt quasi. Naja, doch am Ende dann gerade so. Oh! Bist du wieder von unten? Ja, trotzdem tot. Ich dachte, ich müsste eigentlich unten im Keller mal langsam eine Glocke läuten, aber irgendwie gehe ich schon wieder raus hier aus dem Keller. Ach ja. Ich sehe nichts. Wie außergewöhnlich. Oh, zwei. Schön. So töte ich meine Gegner am liebsten. Ich habe es nach dem ersten Mal aufgegeben. Zu viele Tode. Ach ja. Ich habe auch überlegt, ob man nicht das irgendwie bei ja, OBS einstellen kann. Das ist einmal so, so. Oder für den Chat halt, dass man einfach immer jeder kann halt mal machen, wie er will. Aber dann geht man auch durcheinander. Ich weiß nicht, ob man nicht selber machen müsste. Das ist so anstrengend. Minuten so einen Knopf drücken, ey. Bin ich irre. Komm mal her. Neulondo-Ruinschlüssel. Was ist denn das schon wieder? Schon direkt vor mir, aber ich muss mal eben gucken. So nette Dinger dazu. Öffnet Gitter zwischen Neulondo und Drachental. Ach, irre. Kenne ich, hm? Die Ruinen von Neulondo wurden versiegelt, um die dort lebenden verfluchten Geister wegzusperren, die eine Bedrohung für Leib und Seele darstellen. Der Legende nach soll dort eine schreckliche Finsternis existieren. Lisa meinte ja auch schon, finster wird es bald werden. Ich gewöhne mich an die Dunkelheit. Ich finde es ja jetzt schon schlimm. Das ist ja bestimmt noch mein Licht und man erkennt einfach gar nichts mehr. Nein! 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 Nicht der Fette! Nicht der Fette! Wow! Nicht die Mama, nicht die Mama! Doch die Mama! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Warte, 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 warte! Wir sind Freunde! Du kennst mich von früher! Oh, nicht noch ein zweiter! Ich bin doch mit dem noch nicht mal fertig! Das könnt ihr mir jetzt nicht antun, Leute! Ich bin gleich wieder tot, ne? Wo war der Weg zurück? Tschüss. Kann der eine nicht wieder gehen? Der muss doch hier gar nicht herkommen. Wir haben doch gar kein Business zusammen. Jetzt kommen sie doch beide. Scheiße, Schleppchen. Tschüss. Komm schon, Fallschaden. Bitte einfach Fallschaden. Ich kann nicht gegen beide gleichzeitig kämpfen. Das ist hier besser, wir zählen bei jedem Stream von vorn. Das macht es einfacher, man sieht vielleicht eine Steigerung. Ja, das meine ich ja. Heute sind es erst zwei. Geister, 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 Weißbrot, was? Wieso Weißbrot? Seid ihr jetzt weg? Hey, einer ist tot! Nice! So macht man das. Nicht anders. Ich glaube, das ist der mit dem wenigen HP. Das ist der mit dem vielen. Nee! Hallo? Na? Willst du mal runterkommen? Ich kann mich auch hier hinstellen. Na, aber mitkommt? Was meint er? Nee, das ist das blöde Ecke. Wir müssen das mal hier hinten machen.
Wenn er dann hier hinten oben runter geht, dann fällt er bestimmt tot. Oder einfach auf mich drauf. Macht Fallschaden richtig fett. Guck mal hier hinten. Das geht ja doch wieder. Na gut, dann lassen die erstmal laufen. Geh da hinterher. Könnten ja auch jetzt schon abschießen, aber ohne Pfeil ist blöd. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendwo ein Händler im Sumpf wohnt, aber ja, doch, alles ist möglich. Na gut, ich stelle mich immer jetzt einfach. Ist immer nicht da hinten. Hier will ich nicht wirklich kämpfen, am Ende falle ich hier noch runter. Du lauf doch ein bisschen schneller. Du fingst ja mich auch im Küchelein so langsam. Oh Gottes Willen. Ich würde hier auch mit meinen Füßen ständig drin festhängen. Solange ich einfach zwischen den Brettern runterrutsche, bin ich ja froh. Also dann ist es ja nicht ganz so schlimm. Ja, wobei mir ist auch mal jedes Mal immer Angst bereitet hier. So, Digga. Na, wollen wir nochmal miteinander versuchen und so? Schild fast weg. Nein, einer hat noch gefehlt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheidenkleister hier. Jetzt aufpassen, ich bin hier fast unten. Oh Gott. Ich habe mich hier mit den Viechern immer noch nicht angefreundet. Da ist mein Kuchen. Ich spüre so eine Gegend, wo hier ganz viele von denen rumrennen. Fallen irgendwie. Ah, ist einfach noch ein Dicker. Wie er angesprintet kommt, ne? Der König der Welt hier. Boah, Digga, chill mal. War ich wieder gierig? Meinen drei Schlägen. Mal aus der Hand donnert, ey. Würde er dann näher stehen, könnte er zweimal zuschlagen, glaube ich. Ich habe ja auch es gerne mal probiert mit ihm mit einem Ausweichen, aber weiß nicht, manchmal Schild! Schild! Oh Gott, sei Dank, war ich so weit weg. Ich bin gleich wieder hinten am Abgrund. Du musst dich wegzurollen. Jetzt hat es auch noch eine Rolle gemacht. Durchtrennt. Sani, wir warten auf Tod Nummer 3. Ich auch, aber jetzt noch nicht, bitte. Ich hätte gerne noch ein neues Feuer. Oder eine Ahnung, was hier danach kommt. Ich werde bestimmt wieder an irgendwelchen Brettern sterben. Bisher habe ich, glaube ich, keinen Gegner bezwungen. Besungen hat mich auch noch keiner, aber bestimmt gleich. Noch kein Dicker? Von dem langen Weg hier irgendwie gerade voll Respekt. Ah, Drachental. Das war doch im moosigen Sumpf. Bin ich hier da runtergesprungen, dann glaube ich hier gelandet oder so. Da muss ich zumindest meinen Schlüssel bald einsetzen. Ich dachte, dass ich hier noch einen neuen Weg finde. Oder einen neuen Ort. Schandstadt raus, nice. Ob es jetzt besser wird. Sieht aus, als müsste ich da gleich meinen Schlüssel. Ja, genau. Dann gehe ich mal in die andere Richtung gucken. Ganz vorsichtig. Ich glaube, da ist nichts. Außer Abgrund und Tod. Der lauert schon auf mich. Der wettet auch mal mit seinen Freunden, der Tod. Eieiei.
Ja, da kann Annie eine Suicide-Mission machen. Was? Gesangsähnliche Geräusche? Das verwechselst du jetzt bestimmt mit Dead by Daylight. Ich glaube, Lisa kennt den Killer noch gar nicht. Es gibt doch noch mal einen Keller runter. Ich dachte, jetzt geht Annie nach oben. Ich bin schon gefreut. Ich bin nicht in den Keller. Kacke. Alter, ich geh gleich wieder. Wieso muss ich denn jetzt hier bei den Geistern reingucken? Ruin von Neulondo. Ach du Kacke, das ist genau wie in dem Keller. Das sieht auch genauso aus. Ist das nicht sogar der Kellereingang? Oh, leichte Seelen. Das würde ich auch enden, wenn ich hier eine Weile Dark Souls spiele. Geht's jetzt wieder zurück? Ich muss kurz gucken. Neulando. Tod und Verderben. Hm. Ich habe hier schon geplündert. Ja, das ist doch das hier. Da kann ich nochmal nach oben gehen und speichern. Oben? Wo ist oben? Ah, ja. Very careful hier bitte. Ich nehme gerne den Fahrstuhl. Ah, puh! Mensch! Ich würde bei der Ollen auch nochmal gucken. Ich glaube, ich habe nichts mehr für die. Aber irgendwas sollte es da, glaube ich, noch gegeben haben. Ich bin mir gerade nicht sicher. Für mich Hessland gibt es eh nichts. Schreien. Feuer. Endlich wieder frischer Luft. So. Ja. Reden kann sie eh nicht. Ich suche halt gerade noch nach einem Händler. Der hier war keiner, der hier sitzt. Ich kann dir mal erzählen, dass ich schon eine Glocke geläutet habe. Why, what a surprise. I didn't expect you to make it. Oh, somebody rang the bell. Wait, was it you? You never give up, do you? I don't know how you do it. Well, don't stop now. Only one more. But it's going to be suicide. Lustig. Hat uns wieder was erzählt, ne? Ja, doch, wir setzen uns mal an. Ausrüstung. Ja, einfach mal. So kurz brauchen wir auch noch keinen schöneren Bogen bekommen. Stimmt. Vermisse ich so ein bisschen. Das Schild muss auch mal so viel aushalten. Ich will mich jetzt nochmal umziehen. Ich habe mal meinen. Oh, jetzt gibt mir umziehen zu gucken. Ja, meine Giftsachen wegpacken. Gucken, was da effizienter ist. Ist vielleicht das, das Beste ist das da? Den Schattendingern. Was ist die Balder-Ding? Machen wir wieder allgemein alles so ein bisschen schön hoch. Ein purpurnes Lendentuch. Nice. Lass mal gucken. Der Rest ist, glaube ich. Ah, jetzt habe ich hier irgendwo. 13. Nice, wie sieht das aus? Sexy. Mensch, begeistert. Ja, und ein Händler? Der Typ war keiner, ne? Hat nur seinem komischen Eid dabei getreten. Ach! Hat er sich vermehrt? Oh, hello. My guests have finally arrived. I will be departing with them shortly. So, I'm afraid I will be saying goodbye soon. It was a pleasure. Hm. Okay, na gut, auf Wiedersehen. Schön. Hat der mir gerade meine Flakons aufgefüllt? You are undead as well. Then we've no time to fraternize. I have my mission and you no doubt have yours. We must not let this curse overcome us. Hm? What have we here?
You look awfully raggedy. Times are grim. The least you can do is look sharp. Don't you dare meet my lady like that. You might scare her off for good. Alter, ich wette, hätte ich jetzt ein bisschen ein hübscheres Aussehen. Also wenigstens eine Menschlichkeit hätte er ganz anders mit mir gesprochen. Ich hätte jetzt noch eine Lache erwartet. Ja, ja. Das Klappern ist nervig. Aber das ist doch von dem Oberteil. Ich habe mich aus dem schon voll dran gewöhnt. Das ist doch viel authentischer. Ah! Well, I see you made it out. Yeah, I made it out safely too. I have my pyromancy in a great swamp, so I can usually manage with a bit of care. Oh yeah, by the way, I can share my spells with you. I think you have a knack for it. All you need are the materials. I'll be pleased to help you. Ah, unless you find the magic's unsavory. Yeah. Oh, really? Well, that's a shame. But it's your choice. I'm on the fringe. Yeah, I know. Undead or not, that's who I am. I only wish that I could have repaid you somehow. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ist das, weil ich diesen komischen Eid noch mit dem Guy da hinten habe, dass ich jetzt mit dem hier nichts machen kann? Oh, I'm pleased. Oh, and I'll be pleased to assist you by. Aber das, ich glaube, das ist. Da drin wird ja. Yeah, what? I'm sure that. Here, but. Jetzt habe ich es doch bekommen. A flame from the great swamp. Now you're a fully fledged pyromancer. Well, let's get nice. Started right now. Das darf ich doch Gegenstände kaufen. Der hat aber. Der hat natürlich nur Zauber. Ja, adieu. Adieu. Goodbye then. Be safe, friend. Don't you dare go alone. Dann. Wir haben falsche Menü bestimmt. Was war das mit dem Pyromantie-Ding? Das kann ich hier nicht reinpacken, da. Hey, wo hat denn jetzt diese komischen... Waren das Handschuhe? Müssen ja hier sein. La 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 la. Ich hätte auch im Ausrüstungsmenü direkt gucken können. Ich bin gerade verwirrt. Der hat mir doch gerade was gegeben. Das war garantiert nicht irgendein. Und war das nur so ein Item? Blöd. Schlüssel. Hey. Oder war das was zum Angreifen? Ich würde gerne voll meinen Trick verkaufen hier. Ach, da ist er doch. Pyromantieflamme. Was zählt denn das denn überhaupt? Bei 100% natürlich Feuer, 40, kritisch 100. Angriffstyp Schlag. Was ist denn das? Das muss doch Handschuhe sein. Wo kommt denn das denn hin? Tausche ich das halt einfach mit dem Schild oder wie mache ich das? Aber mit dem Schild zu tauschen bringt mir das nichts, ne? Dass ich mit meinem Bogen den Düster austausche. Mimi. Ich weiß nicht, ob das geht. Wenn ich jetzt hier das habe. Nein! Mann! Eine Fresse. Kann ich denn das einsetzen? Hey, ich habe eine innere Kraft. Woher auch immer. Vielleicht kann ich damit jetzt meine innere Kraft auch noch ausrüsten, schätze ich. Das ist meine innere Kraft. Okay, blöd. Ach, da oben geht tatsächlich jetzt meine Lebensenergie runter. Blöde Kacke. Ja, funktioniert nicht, komisch. Ja, ich rüste den wieder weg. Hab ja. Irgendwie kann ich den bitte einfach nur nicht ausrüsten. Ich kann ihn nicht einfach nur nicht ausrüsten. Kann mit aktuellen Werten einfach nicht benutzt werden. Ja, ist mir egal. Ich will einfach nur, dass es weg ist eigentlich. Na toll. Geht das noch weg von alleine oder
meine Stärkekondition, aber fliegt mich quasi um. Ist ja nicht auf. Was soll ich das machen dagegen? Ich muss überlegen, wo ich überhaupt hin soll. Ich muss bestimmt unter den Kerker, ne? Jetzt doch, jetzt doch. Wo konnte ich denn noch hingehen? Im Friedhof war ich schon. Ey, jetzt geht doch mal. Es geht nicht mehr weg. Das so gut, dass du die innere Kraft eingesetzt hast. Was bringt das überhaupt? Hatte ich vorhin schon mal vorgelesen. Macht einen stärker an Konditionen, erhöht sich. Aber ich weiß nicht mehr, wie es jetzt aufhört. Also hier nochmal, welche die Flamme wendigt, um das Innerste zu verwirklichen. Deswegen innere Stärke. Steigert kurz Stärke und Konditionen und senkt dafür natürlich die Lebenskraft. Enorme Kräfte zehren an der Lebensenergie des Wirkers. Das hört aber nicht auf. Warum hört das nicht auf? Doch, es hat aufgehört. Ah, nice, endlich. Okay. Ja, dann muss ich wieder runter, ne? Vor allem, wie der auch meinte, vorhin, der hier sitzt zur Höhe. Ich habe vorhin die Glocke gehört. Warst du das? Ja, ja, das warst du bestimmt. Hätte ich die vorhin gehört und einfach wäre ich einfach runtergegangen und gesagt, ja, ja, hier, ich war das, dann hätte er bestimmt auch geglaubt, oder? So, ich muss jetzt in den blöden Geisterkeller gehen? Das klappt hier unten. Ich hätte mal ein paar Seelen auspacken können und leveln können, bevor ich hier komplett sterbe, aber na gut. Es sind immer nur 3000, die ich immer und immer wieder verliere. Ich muss jetzt bestimmt nicht in einem Bossfight. Ich muss bestimmt die ganze Zeit immer sich heilen und so weiter. Außerdem müssen wir extra diesen Handschuh dafür anziehen, dann rumfuchteln damit. Also ich glaube, man kann es direkt davor noch einsetzen, damit reingehen, aber weiß ja nicht. Ich muss eigentlich die ganze Zeit sehen umsonst. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich ein paar tue, dann rasten die irgendwann aus und kommen alle angerannt. Stalkt. Ich weiß, sie tun einem hier nichts leider, aber irgendwie Punkte sammeln. Ich habe irgendwie Angst, dass immer irgendwas passiert und dann rennen sie alle los oder so ein Schwachsinn. Ich kann mir so gut vorstellen hier. Ah, da ist sogar noch was. Keine Sorge, ich kümmere mich um den. War das so viel besser? Ach du Kacke! Schicken die mich hier denn schon wieder hin? Sitzen die sogar schon im Ding hier fest? Fluch. Ach du Kacke. Gehe ich noch nicht rüber? Erstmal noch in die andere Richtung. Ist ja denn, das ist eh gleich dicht, dann ist mir egal. Hier bin ich eigentlich hergekommen. Außerdem hieß es, ich würde irgendwelche Mimics im Schandstadt kennenlernen. Habe ich übrigens auch nicht, ne? Hm. Ah! Hm? Well, this is unusual. You haven't lost your head. And more importantly, you're free. How on earth? Well, I shouldn't pry. I'm Rickett of Vinheim. I was once an established smith. Look at me now. Can you believe that? Hm. Schätze mal, ich kann ihn auch nicht befreien hier oder so. Hm, ich könnte jetzt ein paar Tipps geben, aber ich will den nächsten Tod sehen. Na, danke.
Die lässt mich da bestimmt in mein Verderben rennen. Ne? Ich muss da bestimmt gar nicht lang. Aber guck mal, das sieht auf jeden Fall aus wie so ein Kirchengebäude. Da muss ich bestimmt lang. Mal gucken. Ich würde mich halt auch nochmal zurück zum Feuer gehen und nochmal aufleveln. 3000 Punkten. Was habe ich noch in Seelenform dabei? Die kann ich dann auch endlich mal ein bisschen aufbrauchen. Passt das schon? Ja, eben gibt es ja das Nachtbrot. Das wird mich ja nicht verwöhnen hier. Das war nur beim letzten Mal so richtig, richtig schlimm. Pass auf, Feind. Weil ich gefühlt, ich weiß gar nicht, bestimmt 20 Mal wieder am Anfang dann gestorben bin, habe ich es endlich nochmal runtergeschafft nach ein paar Stunden. Wäre ich da gestorben, bevor ich den Safe-Punkt gefunden hätte. Ich weiß nicht, ob ich das Spiel wirklich noch weiter gespielt hätte. So. Also vor allem mit Lust. Hey, hello. Hello. I don't think we've met. I am Knight Lautrec of Karim. We're both undead. Perhaps we can help one another. Ja, und? Was? Diese anstrengenden Leute, die immer irgendwas erzählen und dann lachen und alles. Oh, I'm considering a change of location. I have a rather pressing matter to attend to up above. That keeper has served me well, but enough with her. Was hat sie denn für ihn gemacht? Was meint er mit Zehnwechsel und oben? Oh, I'm I have that. Okay. Lacht immer einfach nur noch. Eine Socke. Na, mal gucken. Wie viel ich überhaupt brauche zum Aufleveln. Wie viel mir das wieder ausgeht. 7,4. Habe ich noch irgendwas? Ja. Nee, da brauchen wir eine Seele. So lecker. Wobei müsste es nicht doch noch. Oh Mann, ich muss mal gucken. Nee, doch, hier beim Ausrüsten. Guck ich mal. Wir müssten auch noch andere Seelen haben, die vielleicht dann weniger bringen. Hier so ein Untoter. Soldatkrieger sieht auf jeden Fall fetter aus. Stolzer Krieger noch fetter. Was ist das jetzt umsonst? Na, ich werde. Nein. Nein, habe ich nicht vor. Mit Menü gefangen. Ich will nochmal Soldatenseele reinziehen. Gut gelaufen, aber naja. Ist okay mit dem Spoilern-Sachen. Dann werde ich jetzt. Stärke habe ich eigentlich erst 17. Beweglichkeit 20 mal? Ja, 21. Dann wechsle ich immer Kondition Beweglichkeit so ein bisschen ab. Ich sollte mal mehr Rollen machen. So, hui. Oh, das war ja echt. Ey, ich falle ja mehr hin, als dass ich eine Rolle mache. Ach du Kacke. Liegt das an dem Rock? Oder meinst du mit dem, ich könnte es dir sagen, wo der Guy dann rumsitzt? Ich bestimmt nie wieder erleben, den Typen. Up above. Vielleicht oben. Vielleicht bei den Glocken oder sowas. Ich weiß auch gar nicht, ob ich nochmal zu den Orten zurück muss überhaupt. Da springe ich nicht runter. Ich bin eine Lady in einem Rock.
grausam. Ich muss ganz kurz gucken, ob das mit einer Hose anders ist. Das ist die Frage, was ich anhatte. Das hier? Sieht genauso behindert aus. Ach, Gottes Willen. Herrschaft, seid dann hier. Bei mir steht ja immer nur Lederstiefel oder die ganze Zeit steht Stiefel da und auf einmal ist doch Lendentuch. Na gut, wenn ich halt hinfalle, falle ich halt hin. Wie ich meine Ausrüstung, ja, stimmt. Das ist halt das fette Schild, aber ich will das auch echt gut. Na, wo gehen sich die Leute Eis holen? So, ihr Guys, ihr bleibt ja hier. Dann seid ihr mir erstmal egal. Seid ihr auf einmal alle über die Brücke gerannt dann? Ich lasse euch mal erleben. Ich will dich nicht. Meine Punkte sind gut. Mit Sicherheit bin ich für mich gerade nicht so viel zu sammeln. Ich gleich sterben werde. Seltsames Wesen. Ach nee, ich hab Bock hier lang zu gehen. Also Stärke für Waffen ist kein Problem. Also ich weiß, dass ich das Drachenschwert habe ich extra für trainiert, dass ich das perfekt tragen und schwingen kann. Das ist der Geist, Alter. Ich hab ein Schild oben gehabt, ne? Ey. Kollegen? Seltsames Wesen? Ich kann doch nicht von mir verlangen, dass ich hier lang mache. Das hinten ist bestimmt die Kirche, wo ich hin muss, aber boah. Ich hab jetzt auch keinen Weg gesehen, wo ich jetzt hier so schnell hochkomme oder irgendwas. Die nicht sind, dann kommen die nächsten oder so. Gucken, was hier hinten ist. Erklären bitte erst, wenn ich wieder tot bin, ne? Kacke, da komme ich nicht rüber. Oh, Kacke. Ah! Ich kann auch sprich in den Gegner rein. Au, 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 au. Was. Ach, Gottes Willen, ich hatte wirklich so eine Leiche hier oder sowas. Oh Mann. Ja, Ausrüstungsbewegungsfaktor gerne. Ich würde gerne wissen, ob ich halt zu blöd bin für eine Rolle oder so. Ich nehme halt immer das, was ich mir denke, bringt am meisten Rüstung etc. Ist gar nichts passiert. Ich kann ja nicht wollen, dass ich da unten lang gehe. So viele wie das sind, wenn ich nichts tun kann, die einfach durch meinen Schild durchschlagen. Oh Mann. Ist der Typ hier unten noch? Übrigens Tod Nummer 3, ne? Kann ich damit auch. Du willst nach oben. Wohin auch immer. Ach, ich muss mal ein Schlückchen trinken. Ich bin heute irgendwie so müde. Gekleckert. Schön mit dem Wasser einfach auf den Tisch. Nicht überhaupt. Also meine Rolle sah auf jeden Fall schon mal besser aus, aber hatte ich auch nicht weniger Zeug drin, glaube ich. Guck, kann ich das hier mal wegmachen? Kann ich jetzt wieder besser rollen? Nee, auch nicht besser. Das war ein Pornokind, das sah gar nicht so aus. Der hat doch da alle Spaß, die Leute. Das Wasser kurz wegschmieren hier. Hier hat irgendwas geklebt. Oder nee, irgendwas hat hier mal dran geklebt, ja. So, ist das eklig. Richtiges Wasser. Keine
Ahnung, wo ich jetzt noch hin soll überhaupt. Ich habe jetzt den Schlüssel für den blöden Turm da bekommen, damit ich da durch kann. Aber ich war doch jetzt in Schandstadt fertig, dachte ich. Ja, einmal durch. Aber wofür denn überhaupt, ist die Frage. Ja, ich muss da bestimmt doch immer runter gucken, was da ist. Aber nicht in diese komische Stadt. Ihr habt mir ja damals auch schon am Anfang gesagt, dass es wirklich da umging. Hat mich ja auch gerade umgebracht. Was war das für ein komisches Gesicht vor allem? Ah, warum bin ich in Schandstadt noch nicht fertig? Was ist der Hebel hier? Naja. Ich habe den Fahrstuhl benutzt hier. Ausrüstung hat ein bestimmtes Gewicht und du hast eine bestimmte Tragklasse, die du mit der Kondition erhöhen kannst. Drei Stufen bei der Beweglichkeit, die sind der Tragklasse richtet. Hast du ein weiteres Level der Beweglichkeit? Je höher das Level, desto unbeweglicher. Da wartet noch ein Freund auf mich? Ha, ich dachte eine Freundin. Aber na gut, ich geh mal gucken. Ich dachte, ich hätte das jetzt hier weggemacht. Mal gucken. Hier? So, das kann ich ja dann wieder nur am Feuer ausrüsten. Och man, hat mich das jetzt echt Traglachs gekostet? Kann das sein? Wo ist sie denn? Belastung 30,1, fast 50%. Das ist doch bestimmt diese Belastung, ne? Also diese Tragkraft dann in dem Falle. Aber es ist ja genau 50%. Also noch genau unter 50% sollte eigentlich, denke ich. Von daher. Aber du musst ja schon die ganze Zeit so mit gerollt sein. Ist mir das nicht aufgefallen? Ja, ja. Ruin von Mailando. Ach, Drachental. Da unten gab es ja auch schon nichts. Hab ich ja schon nicht. Mal noch gucken. Sah auch viel breiter aus, der Weg zum Laufen. Gott, Alter, wo soll ich hier lang? Nee, ist eine Freundin, aber mit der willst du bestimmt nichts zu tun haben. Nicht? Ich wurde so viel versprochen. Aber das ist doch jetzt der Drachenteil, dann liegt ein toter Drache rum. Das ist doch jetzt kein. Ich hoffe, das ist ein toter Drache. Der sieht schon ganz schön krass aus. Ist das eine Drachenseele? Alter! Scheiß drauf, hat sich gelohnt! Ich wusste es da. Den Drachen hier lieber nicht. Ah ja. Zu spät. Ich habe auch mein Zeug bekommen. Mal gucken, was es jetzt noch war. Ob sie es gelohnt hat, vor allem. Zeitweilig Kampf gegen Geister. Ah, okay. Ah, nee. Mach ich nicht. Seelen habe ich jetzt nicht bekommen. Was habe ich denn gekriegt gerade? Was funktioniert? Drachenstein hatte ich auch schon länger. Was habe ich jetzt bekommen? War das eine Ausrüstung? Irgendwas? Das muss ich hier nochmal gucken. Ja, einfach alles weg. Kein Problem. Ja, wo ist der coole Hut gerade hin? Das ist der für 15. Ja, ich habe die zweite Suizidmission am Anfang gefunden. Was heißt? Ich muss da nochmal runter, da lag ja noch jemand irgendwas. Wenn man einfach wüsste, wenn man so einen Lock hätte, wo man einfach sieht, dass man gesammelt hat, ey. Das ist immer reizen hier. Ja, da runtertrappeln. War ich
hier unten gestorben bin, ist der Fahrstuhl bestimmt auch nach unten. Ja, klar. Ein Schwert und ein Schild. Ey. Dann gucke ich gleich nochmal nach. Irgendwas Besseres vielleicht. Königs. Ah, die habe ich nicht bekommen, oder doch? Das sieht geil aus. Bandzündbeschleuniger. Aber bringt mir gerade wenig. Das blöde Plankenschild, ey. Ich werde nie vergessen, wie ich mir das geholt habe. Das sieht ja geil aus. Das ist auch viel leichter, wenn ich das erstmal nehme. Ja, genau. Da beim Schild. Da, wo mein Schwert hingehört. Ach man, ich hasse das manchmal. Was ist denn hier alles durcheinander? So. Das ist noch 1000-mal besser. Also, resistenter gegen Feuer und Blitz. Und Gewicht nur 3. Nehmen wir das mal. Das sieht auf jeden Fall geil aus. Thoras Schwert und das Drachenwappenschild. Ah, okay, gut. Ja, das habe ich jetzt gerade ausgerüstet und das Schwert sah gleich auch besser, also ganz gut aus. Mal gucken. Kannst ja einfach mal benutzen und dann gucken, wie jetzt helfen, ist das hin? 10 Millionen? Da brauchen wir Schwert. Natürlich nicht so robust, aber es scheint auf jeden Fall leichter zu sein. Attribute-Bonus. Fragezeichen, kenne ich mich eh nicht so gut aus. Stärke. Beweglichkeit ist wichtig. Also auch kein Problem. Und Wille, ja. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt gerade lohnt, auszurüsten einfach. Weil vielleicht bin ich viel schneller damit. Ich muss das, glaube ich, einfach mal probieren. Ich dachte, das kann genug. Jetzt bin ich verwirrt. Nein, jetzt machen sie doch nicht weg. Ich werde behindert hier. Ach so, Wille muss 14 sein, nötig. Nee, da habe ich nicht den nötigen Willen für. Das ist eine magische Waffe, okay. Ja, dann lasse ich es auch. Naja, wie ist der Verstoß da? Es war klar, dass der Drache irgendwie nicht tot war. Hätte ich mir sehr ein schöner Traum gewesen, einfach. Oh! Gerade mal eine Rolle üben. Aber ich glaube, ich stehe tatsächlich schneller. Das ist eine Einbildung, ne? Ich stehe schneller auf. Ja. Ha! Ei, ich habe den Tod aufgelassen. Ich muss zu sterben. Die Leichen hätten mich ja auch aufhalten können. Nein, Vorsicht, im Drachental gibt es Drachen. Noch drauf. Geh da jetzt auch mal gucken. La 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 la. La la la. Kacke, der ist ja wach jetzt. Mensch, ich habe nur zwei Leichen geplündert. Jetzt meinen Scheiß oder was? Komme ich da noch vorbei? Alter, ist der eklig. Richtiger Giftdrache. Das ist wie meine Schwiegermutter hier. Da gucken Sie mal das mal gucken. War ich da noch nicht fertig in dem Ding? Also, schon wieder aus dem Chat geflogen. Ich sollte da eher aufpassen. Ja, bald nicht mehr. Bald. Ist der zweite Desktop, Bildschirm angeschlossen. Ja, Mann. So, wo ist denn jetzt hier mal ein Weg nach irgendwo sinnvoll hausen oder so? Und tschüss.
will da nicht wieder rein. Wo muss ich denn wieder rein in den Keller? Boah, wie das Bild richtig mies gerade umgesprungen ist. Ich habe hier noch so weit reingucken können. Ja, erzähl mal hier keinen Mist. Jetzt mit dem Geist wieder. Versuch's mit Durchbruch. Ich versuche hier gar nichts. Warum stehen die alle so nah aneinander? Hey, hallo. Ich will echt nur einen mitnehmen von euch. Haben sie mich beide gehört? Na, wir mal gucken. Ich kann nicht damit raus auf die Brücke nehmen oder sowas. Oh, da kommen sie nämlich. Dann werden sie sich denken, oh yeah, die holen wir uns. Oder die rennt schon wieder zurück. Mal gucken, wer dann da noch zurück. In Hell sehen die ja richtig eklig aus. Na? Schwinger drauf. Süß. Ah, Küchlein. Das sieht immer so aus, als würde die das gleich essen wollen. So, versuch's mit Durchbruch. Ist auch noch nichts an der Wand gesehen, wo man durchgehen könnte. Da hatte ich vorhin mal ganz gut geguckt. Komm, kleine Christelbär, komm. Der hat auch einen Sack auf dem Kopf, ne? Ey, mein Schwert. Ich hab ihn fett mein Schwert in den Arsch gesteckt. Und keinen Fokus mehr drauf gehabt auf einmal. Alter, ist das wieder nicht. Deswegen soll ich mal von hinten angreifen. Theoretisch ja, aber... Die Klappe. Och Mann. Also echt mit dem Ausweichen. Ich will nicht unten stehen. Hihi. Das war das erste Mal, dass es auf einmal funktioniert hatte. Ich dachte, ich hätte es schon häufiger versucht, aber na. Durchbruch. Durchbruch. Was meinen die mit Durchbruch? Durch den Boden kann ich bestimmt ganz gut fallen. Vor dir, Hinterteil. Könnte man sich da eigentlich anschleichen, bestimmt, oder? Au. Ich trinke mal noch was. Ah! Oh Gott. Oh, manchmal hasst er mich richtig. Na, Dicker. Klappers zum Anschleichen bestimmt so laut. Ja, glaube ich auch. Also wenn ich mir solche Diebessachen dann anziehe, dann pft, kann man die bestimmt vielleicht dann eleganter töten. Toll, jetzt bin ich wieder hier. Oh Mann. Und ich habe immer noch keine Pfeile. War da oben echt kein Händler? Schwäche Abgrund. Ja, das waren die von der anderen Seite dann im Prinzip die Nachrichten jetzt sind.
Warum soll ich jetzt wieder runter? Ich bin ja fertig. Mal gucken. Achso, ein zweiter runter konnte ich ja noch. Ah, da kommt schon wieder die ganz komischen Mücken von unten runter hoch. Oh, oder erstmal die Biester noch. Ich hab nicht jetzt so gesehen. Oh, komm schon. Kleiner Glückstreffer, komm mal mit. Ah, schön. Wunder, sie waren doch noch. Oh, das springt mich gleich an. Nächstes Mal das richtige Kabel. Ah, sehr schön. Richtige Kabel sind immer toll. Ich dachte eigentlich, kein Adapter, aber ich kenne mich doch da eh nicht aus. Oh, jetzt kommt die ganze Mücken, wie ist da noch? Schnell mal hochgucken. Hm, soll die mit oben spielen? Komm am besten. Nicht so leicht, ne? Oh, nein, die kann nicht hochkommen. Dann machen wir mal hier. Komm her. Ach doch, jetzt so. Schön. Ohne zu sterben. Wie ein Traum. Da war jetzt noch eine. Erstmal runter hier. Hm. Das ist blöd, man einfach nicht nach oben gucken kann. Oh Gott. Da kommt jetzt sonst was auf mich zu. Oh, ihr hässlichen Alter. Geht gar nicht. Wie viele sind denn das? Soll ich diesen Ding nehmen? Wie können die mich nämlich mal hoffentlich nicht so schnell verletzen? Seid ihr jetzt tot? Bitte? Nicht die. Nicht die anvisieren. Nee, die pustet jetzt von unten weiter. Oh Gott, das Wellen. Oh, ich hätte voll gerne jetzt Pfeil und Bogen, ne? Wenn du lustig bist, kannst du dir auch für 20 Euro einen Adapter kaufen. Nee, ich bin nicht lustig. Bin mir gerne langweilig. Ernst? Ob ich auf die Geister auch einfach runterspringen kann, das macht doch bestimmt Fallschaden. Ja, legen wir uns einfach mit den Feuerhunden an. Die haben mich ja auch schon oft genug getötet, die Biester. Oh, na klar. Wo ist mein Schild auf einmal hin? Nicht die Hunde. Mann, einer war da doch noch. Ich wollte die wenigstens umbringen. Boah. Ihr seid gestorben. Na toll. Damit habe ich nicht gerechnet. Doch, natürlich. Ich guck grad mal, wenn ich vielleicht... Ist das vielleicht nur tatsächlich die Höllensoldatenrüstung? Und wenn ich jetzt... Hier klappert die dann auch so? Die Rassel. Ah, wie schön. Oder ist das nur das Lendending, was da so
vielleicht so ein Lederding? Bin ich theoretisch leiser. Vor allem so barfuß bin ich ja richtig leise, ne? Ich habe echt keine Schuhe an. Das ist echt die Schuhe, wurden durch einen Denim-Shorts ersetzt. Hätten sie auch gleich Beinkleider sagen können. Hä, Nummer 4? Wie Nummer 4? Achso, ich glaube, es war schon Nummer 5 mindestens oder so. Nummer 4 war ja schon längst unten. Okay, erstmal so Nummer 3 unten bei den Geistern. Nummer 4 müsste dann beim Drachen gewesen sein. Das muss jetzt der 5. Tod sein, denke ich mir jetzt so. Ja, doch. Ich möchte mal so eine fette Anzeige eigentlich. Den ganzen Weg. Warte, wir müssen gucken gehen. Ist denn hier. Der Typ ist hier gestorben, aber eigentlich weggerannt? Verstehe ich jetzt nicht. Was hat er denn gemacht? Was hat er denn da getrieben? Kann ich den Geist jetzt hier irgendwie den Po pieksen? Das hört man schon, oder? Ah, Kirika, hey! Schön, dich wieder zu sehen. Bin gerade dabei, beim Versuch, Dickwens in den Po zu stechen. Das hören die doch bestimmt. Wenn ich nicht dann auch noch bei den Dingern festhänge. Piekser! Ah! Rolle, 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 rolle! Tschüss! Nice, das ist ja voll die gute Taktik. Mein zweiter Po-Piekse. Hey, jetzt schnell weg hier. Ich würde auf die Idee kommen, dass ich tatsächlich mit denen spielen möchte. Ich muss kurz gucken. Nee, den Ziegenjemand, der war nicht der letzte. Da war noch danach dieser Flugdrachen-Dings. Flugdrache. Ja, ja, unten irgendwo. Dann habe ich sogar von dem noch sein fettes Dings da abgehauen. Außerdem war der Flugdrache ja tatsächlich First Try gewesen. Und für den Ziegenjemand habe ich 50 Minuten insgesamt gebraucht. Also mit das erste Mal hinrennen, immer wieder hin und her und so. So, hört ihr mich, wenn ich jetzt von hinten hier... Guck mal, der hängt hier auch fest. Das ist genau mein Problem, was ich sonst auch mache. Oh, das war gar nicht so schmerzhaft, wie gedacht. Nee. Oh, wo macht denn die ihre Rolle hin? Nicht für direkte Konfrontation gebaut. Das wäre so ein schöner Pupikse eigentlich gewesen. Naja. Ach genau, Klaffdrache. Nee, Ziegendämon war nicht First Try. Aber dieses Klaffdrachenvieh war auf jeden Fall First Try dann. Aber Ziegendämon, ich glaube tatsächlich First Try, nachdem ich mal beide Hunde getötet hatte. Also mit denen hatte ich mehr Probleme als mit dem Ziegendämonen alleine. Weil es natürlich auch sehr hektisch war. Aber kann man übrigens auch alles nachgucken. Ich mache immer ganz artig Highlights. Ja! Ah, wird lange keiner mehr kacken gehen können, ne? Oh, Schmerzen. Hätte ich das gewusst, ey. Ja, es ist auch nur noch, glaube ich, deiner zu sehen, weil... Sieht man gerade drei Sachen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Eigentlich sollte man jetzt wieder drei Sachen sehen. Oh, oh, der stand hier auch noch. Schon seine Keule da rein.
Bomben. Okay, wir können wieder in die andere Richtung rollen. Super. Oh Gott, immer in der letzten Sekunde mit der Rolle. Sophie, ich dachte, du hast dir Eis geholt. Ich bin gerade verwirrt. Naja. Das habe ich ganz übersehen. Nee. Okay, ist alles gut. Ja, weil irgendwie der Zeitdruck hat man gleich nur eins gesehen, also das letzte, weil ich dann immer nochmal geübt hatte, also probiert, getestet etc. Und vor allem ist es leiser, es sollte viel, viel leiser sein. Nie wieder Ohrenkrebs. Seit der Folge mit den ganzen Followern habe ich auch gefühlt viel weniger Leute. Sie alle gedacht so, nee, komme ich nie wieder. Also die hatten tatsächlich alle schon. Ach ja, stimmt, ich habe noch keine Pfeile. Ach man, das nächste Mal, wenn ich tot bin, werde ich erstmal irgendwie doch noch einen Händler suchen. Da muss noch irgendwo einer sein. Das ist ganz schön leise sogar. Was ist so leise? Dieser Follower-Sound jetzt? Schon. Ich will dir nicht reinrutschen. Ach, muss ich reinrutschen. Hui. Was? Ich bin leise? Wieso bin ich heute leise? Niemals. Mit mir, ey. Na los, komm her. Ah, Mann, ich hasse die Kamera. Die Mücken sind auch schlimm, aber ich hasse vor allem die Kamera. Oh, natürlich nicht. Dann hauen wir beide daneben. Okay, gut. Einfach schnell abhauen. Kann nicht. Eben. Hey, ist die nervig? Komm jetzt her. So wie im wahren Leben, wenn man die ganzen Köpfe. Ich muss mich ab und deswegen runterschmeißen. Ja, komm mal mit. Nein, so. Und einer von dem blöden Tötenmänner müsste ja auch noch rumstehen und mit. Ja, genau. Au. Au. Na, warte, ich komme gleich zu dir, Junge. Ich hoffe, das ist der letzte. Dann bin ich mal froh, wenn ich die dann zumindest los bin. Ja. Noch meinen Krempel. Mal gucken, wenigstens den noch vielleicht holen. Also wenn ich zu leise bin, müsst ihr das sagen. Dann kann ich natürlich das ändern. Wie? Aber im Vergleich zum Spiel müsste es eigentlich passen. Man hätte lauter Tränen. Nein! Überkacken. Dann Feuer immer. Wie sieht doch mal den an der nächsten dran steht, Mädel. Die Hunden komme ich immer noch nicht klar. Oh. Ich mag sie am liebsten, wenn sie tot sind. Oh, na gut. Wenn das mit der Lautstärke so halbwegs hinhaut, und das ist richtig geiles Zeug.
fragen, kommt jetzt noch was? Und da. Oh, ich komme mit dem echt nicht klar, ne? Hey, Moment mal, da war doch gerade noch so ein Bogen, so ein Giftpfeil. Schlimmster Feind ever. Nein, jetzt wäre richtig dunkel. Okay. Ich dachte, hier wäre noch irgendwie eine Leiche versteckt, aber gut. Guck mal, was hier noch so schönes ist. Oh, so ein Behindi. Ist ja schön, wenn die Hunde erstmal kommen, die werden gleich vorrennen. Übermütig werden. Oh Gott, ey. Moosklumpen. Wo ist mein Moos? Okay, ich dachte, das hilft. Scheinbar brauche ich die mit den. Nein. Es sei denn, ich sterbe jetzt. Pur. Ich dachte, mit den lila Moosklumpen, die könnten mir das gleiche bringen wie die anderen, aber scheinbar nicht. Oh Mann, ey. So, ich brauche jetzt aber erstmal trotzdem einen Händler. Das ist kein Händler, der da liegt. Ist der jetzt hier schon weg eigentlich mit seinen Kumpels? Ja, seine Kumpels sind weg. Me? I've become separated from my lady. I've scoured near and far, but no sight of her. Where could she have gone? My lady, to think I swore to protect you with my life. Hä? Ist das, redet jetzt von der Lady, der hinten saß und gebetet hat, oder redet direkt von mir als Lady? Hätte mich mal kennengelernt als Lady vielleicht, wer weiß. Ah, Defox, hey. Schön, dich dabei zu haben. Wir sind beim Sterben. Surprise. Ich suche aber eigentlich gerade nur nach einem Händler. Ich war nirgendwo einer, oder? Er ist in der Stadt wieder. Ich brauche Pfeile, aber ich habe gerade nicht mal irgendwelche Seelen. Ich will keine meinen fetten Seelen verwenden. Boah, dann könnte ich wenigstens wieder schon einkaufen gehen, was Pfeile angeht. Ach Mensch, na gut. Muss das wohl sein? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber na gut, ich glaube, ich werde mal eben eine ganz kurze Pause einlegen und wir sind dann gleich wieder da. Macht's gut und bleibt dabei.